Die Lamassoco-Linea Migra kommt jetzt gerade auf den Markt. Und wir haben die Chance, ich glaube, so schnell waren wir noch nie, also zwischen Release und Test, eine zu testen und eben zu veröffentlichen, ein Video, welches ihr heute hier seht, mit dem Modell, was jetzt gerade eben lanciert wird. Ein Versuch von Lamassoco, eine Preisklasse weiter unten anzusetzen und eine Maschine verfügbar zu machen, die relativ schnell warm ist, kompakter ist, an die Linea sich anlehnt und ja, für euch zu Hause geeignet ist und in eure Küche passt oder in euer Wohnzimmer. Und darüber werden wir jetzt in diesem Video sprechen. Hey, ich freue mich, mit dir mal wieder Espresso zu trinken und ich freue mich, lieber Michel, dass wir die Chance haben, das hier mit der Linea Micra zu tun, die jetzt wirklich gerade am Donnerstag wurde das Video oder wurde sie vorgestellt von der Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeit von Lamassoco selbst. Und ja, wir haben schon eine bekommen. Das ist eben auch schön für uns. Also es ist wie auch ein Novum für uns, dass wir so nah dran sind an einer Maschine und euch jetzt direkt hier schon zum Start sagen können, was wir denken. Wir müssen ganz kurz, damit ihr das auch wisst, kurz die Anbahnung sozusagen dokumentieren. Denn Lamassoco hatte uns vor einigen Monaten schon angefragt, ob wir nicht eine Maschine vor Release unter ja, NDA testen können, also ohne unser Wissen oder das, was wir dann schon rausgefunden haben, zu veröffentlichen. Wir haben dazu gestimmt. Tatsächlich kam die dann aber nie so richtig in der Schweiz an, weil es ein bisschen kompliziert war, eine noch nicht auf dem Markt lancierte Maschine ja, irgendwie in die Schweiz zu bringen. Und sie kam dann doch und dann waren wir aber unterwegs und so weiter. So, nachdem die ganzen Kirschen dann den beschwerlichen Weg einmal nach runtergekommen sind. Es hat alles sich ein bisschen hingezogen und insofern hat sich fast unser Testmoment mit dem Release veröffentlicht. Und dann habe ich gesagt, liebe Leute von Lamassoco, macht uns doch eine Mietrechnung, weil wir wollen ja immer die Maschinen entweder gekauft haben oder neuerdings auch gemietet, dass wir da ganz klar sind und auch unabhängig sagen können, was wir wollen. Und das machen wir jetzt auch. Also auch dieses Video wird wie immer ein Video sein, in dem wir alles sagen, was wir sagen wollen. Und ich weiß, du hast einiges auf Lager da zum Sagen. Wir müssen ja ehrlicherweise gestehen, dass wir sehr ein positives Verhältnis auch zu der Firma Lamazocco haben. Du warst schon mal da. Auch die Unternehmensstruktur, aber auch die Gerätschaften. Wir nutzen die GS3 seit immer für Caterings, können die auch wirklich. Du hast eine zu Hause. Ich habe eine zu Hause, das hat auch eine. Die hast du aber gekauft auch, ne? Die haben, ja. Wollte ich mir gerade sagen. Also, ja, das könnte auch der Schweizer Importeur auch direkt bestätigen, die habe ich gekauft. Wir haben eine Linea unten in der Akademie, die Linea Mini. Wir haben eine Linea, die zweigruppige Gastromaschine für die Gastrokurse. Also, wir kennen Lamassoco, wir kennen Lineas. Ja, definitiv. Und ich wusste ja nicht, wie sie aussieht. Und dann stand sie unten auf dem Testtisch und dann haben wir das zusammen getestet und Warte, bevor du reingehst, lass mich dich noch kurz unterbrechen, Michel. Ich will noch ganz kurz sagen, so wie das hier schon anfängt, es wird wieder ein ausführliches Video, weshalb wir ein kürzeres Video auch machen werden mit einer Zusammenfassung, einfach nur mit unseren Ergebnissen, verlinke ich euch unten. Also hier jetzt die ausführliche Version, wo wir ja, auch unsere Anekdoten zu Lamassoco und was uns sonst noch einfällt, eben zum Besten geben werden. Und unten eine kurze Version. Ansonsten, was findet ihr in diesem Video, in diesem Test? Es gibt ein paar Sachen natürlich, die Lamassoco selbst zu der Maschine sagt, mit welchem Ziel sie diese Maschine auch entwickelt haben. Darüber werden wir sprechen. Dazu gehört unter anderem der Stromverbrauch, wie schnell sie auch warm ist, beziehungsweise nicht. Das wird ein Thema sein. Wir werden die Maschine so ein bisschen auf dem Markt einordnen. Also wie ist sie zu verordnen im Lamassoco-Sortiment, aber auch vielleicht im Verhältnis zu anderen Maschinen, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen bei anderen Maschinen. Wir sprechen über die Fakten, also Größe, Gewicht und so weiter und so fort. Gehen da von außen nach innen, sprechen ein bisschen auch, wie sich das Ganze anfühlt, Verarbeitung und so weiter. Im nächsten Kapitel, wie immer, werden wir natürlich Espresso beziehen. Den werden wir verkosten. Wir haben übrigens gerade schon ein Doppio weg. Also meiner ist quasi leer. Und dann werden wir natürlich auch über unsere Temperaturkurven sprechen, die wir gezogen haben, in ein bisschen in einem veränderten Profil. Also wir haben noch mehr gemessen und das ist auch Ausdruck unseres neuen Dual-Boiler-Testprofils, welches wir gerade erarbeiten. Ich verlinke euch das auch unten. Ihr dürft da gerne mitdenken. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir Teile davon anwenden und wir wollen das gerne ergänzen, auch mit euren Ideen und Vorschlägen. Also wenn ihr noch Wünsche oder Bitten habt, was wir noch machen können mit so einem Dual-Boiler, dann schreibt uns das in die Kommentare. Und dann werden wir natürlich auch Cappuccino machen, Misch. Zum Schluss noch ganz wichtig, wie gibt es die Maschine überhaupt? Wo kann man sie beziehen? Auch darüber werden wir sprechen. Und am Schluss gibt es ein Fazit. Das ist quasi das Inhaltsprogramm. Starten wir doch mit zwei Besonderheiten, Michel, von denen wir schon wissen, dass das auch ein Ziel bei der Entwicklung dieser Maschine war. Die Maschine soll ja ein neues Einstiegslevel
Geschichten. Vielleicht kann man das auch gerade sagen. Sie wird so mit rund 3.300 Euro in der EU gehandelt, so hört man. Die letzten Details wissen wir jetzt auch noch nicht, weil heute Nachmittag kommt eben echt das Release erst von La Masoca. Also vielleicht wisst ihr es schon mehr, beziehungsweise wir haben es dann natürlich in unserem Blogbeitrag ergänzt, den wir auch unten verlinken. Aber so 3.300 Euro ist die Einstiegshöhe, damit die günstigste Home-Maschine von La Masoca, also von diesem bewährten Hersteller, der eigentlich viele Espresso-Maschinen macht, die oft eben im höherpreisigen Segment sind. Und ein Ziel und auch eine Zukunftsfrage natürlich an alle Hersteller, und da haben sich jetzt die italienischen Hersteller nicht gerade, mit Ruhm bekleckert, als Pioniere bewiesen, Stromverbrauch. Und die andere große Problematik neben dem Stromverbrauch ist es natürlich noch die Boiler, also die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit. Ich mag nicht immer 25 Minuten warten, bis ich endlich mal einen Kaffee trinken kann. Also das kennen wir so, aber ich glaube, das muss einfach ein Umdenken passieren, dass es einfach auch in 5-6 Minuten machbar ist, je nachdem, was man möchte. Und wie man hört, war das eines der Ziele dieser Maschine. Und da können wir recht grüne Haken dran machen. Ja, also es war echt so eine krasse Erfahrung zu sehen, dass eine Maschine ohne Boiler, wir haben den Test gemacht ohne Boiler und mit Boiler, und wenn man sie einschaltet, dann blinkt dieses rote Lämpchen hier vorne und das hörte einfach nach 4 Minuten 20 auf. Ja. Und meine App zeigte auch 10 Sekunden später schon an, sie ist App-kompatibel oder sie ist App-gesteuert. Meine App zeigte kurze 20 Sekunden später auch an oder 10 Sekunden später grünes Licht. Ich bin bei 93,5 Grad. 4 Minuten 11. Oder knapp bei 4 Minuten ist der rot geworden und der hier so 3 Sekunden später auch grün. Sprich, wir haben jetzt die Information, Zieltemperatur erreicht. So schnell war es auf jeden Fall heute Morgen. Gut, jetzt geht er auch crazy schnell hoch. Ja. Und jetzt könnten wir können ja sagen, wir machen nach 5 Minuten. Hätte ich jetzt auch gesagt. Sieht doch am Strom, geht runter. Okay, also okay. Er gibt jetzt gar keinen Heizimpuls mehr, ne? Aktiver Verbrauch an 100 Kilowatt. Genau, und dann haben wir, weil ja der Siebträger noch nicht ganz so heiß ist, das können wir nachher noch diskutieren, auch mit den Plastikeinsätzen. Wir haben dann einfach eigentlich den Thermoblock-Test-Start genommen, nämlich nach 5 Minuten haben wir dann einfach kurz 20 Sekunden den Siebträger gespült. Dass sicher das Sieb genug heiß ist, bei einem bodenlosen geht es mehr. Das Sieb und vielleicht die Aufhängung, wobei natürlich da gar nicht so viel Kontakt ist, also es ist relativ losgelöst, ja. Und dann haben wir wieder diese 40 Sekunden gewartet, ausgespannt, gemahlen, getemmt, also das simuliert. Und dann nach der vollen Minute, also nach den 40 Sekunden, 20 Sekunden spülen, 40 Sekunden warten, haben wir dann gebrüht. Ja. Und die erste Brühung war schon im Bereich von irgendwo 91 bis 91,5. Jetzt warte ich 40 Sekunden für Mahlen, Tempen, Tassen noch in der Spülmaschine holen oder was auch immer. Mhm. Und dann brühen wir 25 Sekunden, lassen den Siebträger 15 Sekunden drin, ausspannen, 45 Sekunden warten, Mahlen brühen, 2 Sekunden spülen, starten. Das Spülen steuern wir aber je nachdem. Wenn wir merken, die Maschine ist zu kalt, dann spülen wir beim Ausspannen. Ja, es ist cool, Ben. Die erste Brühung muss noch ein bisschen kämpfen, aber... Ohne Dampfboiler, Alter. Wo wir schon gedacht haben... Meine Güte, nach 5 Minuten und... Immer noch abgeschaltener Boiler. Und wir haben ein Wärmetauschersystem drin. Worüber wir gleich sprechen werden. Werden wir gerade erklären. Und trotzdem war sie schon da. Und dann haben wir wieder das Protokoll weiterverfolgt. 15 Sekunden eingespannt, gelassen, ausgespannt. Malen, tempen, tun. 2 Sekunden spülen. Und dann nach 45 Sekunden dann wieder eine Brühung gestartet. Und die war dann bei über 92 Grad. Ja. Also die erste war noch so... Also wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, ja, noch ein bisschen zu tief, aber die zweite ist geil. Und die dritte auch. Nochmal, wir reden jetzt über einen Boiler, wir reden über eine Aufbrühzeit von, Aufwärmzeit von 5 Minuten. Das ist schon, also du schilderst das so nüchtern, Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Das habe ich so noch nie erlebt. Mhm. Und
das war echt so mal so ein Wow-Effekt. Ich kann einfach schnell in 5 Minuten 2 Espressi brühen und die Maschine wieder ausschalten. Ja, und deine Lamasocke, die du hast, also ich meine, nimm das mal 7, da ist die noch nicht warm. Es ist wirklich einfach ein... Das ist wirklich... Ah, nein. Die GS3 ist schon 20 Minuten. 15 bis 20 Minuten. Sie ist echt schnell. Gefühlt, ne? Das lasse ich jetzt im Raum stehen. Michael, sie ist super schnell warm. Ich finde, das ist ein Quantensprung für einen Boiler. Das sind Größen, über die haben wir bisher gesprochen, wenn wir über Thermoblocks gesprochen haben. Ja. Das war für uns auch jetzt ein sehr positives Abgrenzungsmerkmal von Thermoblocks. Und was ich wirklich schön finde, und da kommen wir dann zur zweiten Größe, das ist der Stromverbrauch. Wir können den Boiler auslassen. Der vorhandene Wärmetauscher hat keinen negativen Effekt auf das Aufwärmverhalten. Sprich, der Hauptboiler, das große fette Ding da hinten drin, 1,6 Liter, muss noch nicht warm sein, um den 2,3 Liter Boiler zu unterstützen. Ja. Und wir haben einen guten Kaffee, wir haben ein gutes Wärmeergebnis und das führt dazu, dass wir extrem wenig Stromverbrauch haben. Also wir haben dann das mit abgeschaltetem Dampfboiler nochmal 1,6 Liter und nur den Brühboiler genommen mit 0,23 Liter, hatten wir nach 5 Brühungen gerade mal einen Stromverbrauch von 0,07 Kilowattstunden. Diesen Wert hatte ich noch nie. Selbst bei einem Dickfilmheizer habe ich nach 5 Brühungen 0,09. Mehr. Also das war echt so, hä? Sehr, also wirklich krass überraschend und das macht mega Spaß, wenn man abends sagt, ich möchte jetzt einfach nur schnell 2 Espresso trinken. Ja, und vor allem auch die Kombination. Also ich finde diese Kombination super. Das erlaubt eben tatsächlich, also nochmal, wir reden über die Variante ohne Boiler jetzt an der Stelle. Über die andere sprechen wir dann gleich auch noch. Aber das erlaubt einfach wirklich, man macht die Maschine auch aus. Ja. Das ist effektiv das, was ihr an Strom verbraucht. Ihr macht die Maschine aus und weil sie so schnell warm ist, muss man nicht mehr nach der Espresso-Maschine seinen Tag planen, sondern kann den Espresso nach seinem eigenen Tag einnehmen. Also wann man möchte, anmachen, aufs Klo gehen, wiederkommen, Ding ist fertig. Ja. So, super. Also das deswegen aus- und anmachen, das ist plötzlich ein ganz anderer Modus bei Boiler, bei Kesselmaschinen kennen wir das ja gar nicht. Ja. Also das müssen wir immer antizipieren. Und man muss jetzt natürlich noch ergänzen, wenn ich dann Cappuccino machen möchte, dann brauche ich einen zweiten Boiler, den schalte ich dann dazu. Und dann haben wir jetzt bei den Dual Boiler, um das ein bisschen in den Kontext zu bringen, auch mit den 2 Kreisern. Wir haben hier nicht 25 Minuten Aufheizzeit gewartet, sondern wir haben das Testprotokoll auf die Maschine angepasst. Das heißt, wir haben dann bereits nach 5 Minuten angefangen zu brühen mit eingeschaltetem Boiler und waren dann bei 0,23 Kilowattstunden. Also sind da auch, ich sage jetzt im Vergleich zu einem 2-Kreiser sehr tief, mit einem kleinen Aber dazu, dass wir nicht 25 Minuten heizen mussten, sondern nur 5. Ja. Das muss man ein bisschen in Relation bringen. Beziehungsweise, aber ich glaube, der Boiler war dann nach 8 Minuten da. Der Boiler war nach 8 Minuten heiß. Da würden wir jetzt einfach aus den Messdaten euch empfehlen, wenn ihr beides anschaltet, gebt der Maschine wirklich die 8 Minuten. Mhm. Aber immer noch, wir sprechen von 8 Minuten. Mhm. Also super spannend, super schnell warm und dann eben auch auf Temperatur. Und wir haben jetzt noch nicht über das große Temperaturthema gesprochen. Das machen wir dann, wenn wir den Espresso verkostet haben. Wir können jetzt hier aber schon mal eine Aussicht stellen. Wir haben 2 verschiedene Profile gemessen. Einmal ein angepasstes, welches wir immer machen. Ein angepasstes auf die Maschine, nach unserem Verständnis auch ein sinnvolles für eine Home-Maschine für den Alltag. Wir haben aber auch zusätzlich jetzt noch das WBC-Formular angewendet. Und alle Daten findet ihr auch im Blogbeitrag verlinkt. Michael, richtig spannend, richtig schön. Ich würde sagen, wir gucken kurz mal in die Maschine und schauen auf die Maschine. Was ist das eigentlich für eine Maschine? Was sind so die Kernparameter, bevor wir dann auch eine Einordnung wagen? Sag doch mal Größe, Länge, Höhe, was für ein Boilertyp und so weiter. Was ist da alles drin? Wir sind bei 28 cm Breite, also wirklich eigentlich sehr schmal für Lamasocco. Das ist auch ein extremes Unterscheidungsmerkmal gegenüber allen anderen. Ja. Lamasoccos, das ist jetzt DIN A4 Blatt Breite. Ja, und eine Höhe von 33,5 und eine Tiefe von 46. Wichtig auch immer dabei, Tiefe gemessen ohne den Siebträgerüberstand. Der kommt immer noch ein bisschen weiter nach vorne. Also wenn ihr da eine Tischplatte, Küchenplatte, was auch immer habt. 18 Kilo schwer ist das Viech? 18 Kilo schwer. Auch das geht jetzt gerade noch so für eine Lamasocco. Da hatte ich schon mehr. Und
Was ich spannend fand, ist so, ich hatte bei der Linea Mini das Gefühl, man kann zelten in der Maschine, weil da so viel Platz drin war. Und das hat man hier jetzt einfach mal so alles sehr kompakt. Hinten die Elektronik, in der Mitte den großen Boiler mit 1,6 Liter Fassungsvermögen und vorne den 0,23 Kaffeeboiler. Und eine ganz anders interpretierte Art und Weise eines Wärmetauschers. Das fand ich extrem spannend, weil ich bin ja immer der, wenn die Maschine da steht, dann mal Schraubenzieher raus und mal reingucken. Was haben die sich dabei gedacht? Und hier hat man was gedacht. Also es war so sehr erfrischend, weil ihr müsst euch das so vorstellen, der Boiler steht so drin und circa ab der Hälfte des Boilers ist nicht ein Wärmetauscher im Boiler, sondern außenrum. Und das ist so lange, dass das, obwohl wir geringeren Hitzeeinfluss haben, haben wir durch die Länge trotzdem diese Erhitzung auf plus minus, hat man uns gesagt, so rund 80, 85 Grad, bis es dann vorne ankommt. Das heißt, wir sind schon relativ heiß, gehen aber von der Mitte her einmal außenrum um diesen Boiler. Die Isolation ist dann um diesen Wärmetausch, also um dieses kleine Rohr, geht dann außenrum und führt dann außen am Boiler einmal zum Brühkopf. Und im Brühkopf haben wir dann die direkte Heizung, auch wieder die gesättigte Brühgruppe, wie bei Lamazoco Standard. Und der Messpunkt im Boiler, und von dem her geht es dann einmal runter auf den Siebträger. Und wenn man jetzt, klar, Boiler und Wärmetauscherprinzip ist anders, bei den anderen wird es durchgeführt. Wie ist es ansonsten von den Materialien? Werden da die gleichen Materialien verwendet? Werden andere verwendet? Kannst du dazu was sagen? Das ist sicher sehr schön, weil wir haben hier die gleich guten Materialien wie bei den großen. Soweit wir das einschätzen können. Absolut. Und das macht auch mega viel Spaß. Jetzt hier eine etwas andere Interpretation eines Dampfboilers. Weil er stehend ist? Genau, hier haben wir den stehenden Boiler. Das ist sicher ein Novum von Seite Lamazoco, weil das gab es noch nie. Also alles haben wir so zumindest in den letzten Jahren nicht gesehen. Linea liegend, GS3 liegend, große Maschinen sowieso liegend. Und das vor allem mit dem Fokus der Effizienz, dass wir so sehr schnell mit sehr wenig Energie, also über die Zeit gemessen, den Boiler einmal erhitzen können und durch das wirklich sehr schnell Dampf haben und nicht so lange heizen müssen. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das dann auf die Dampfperformance dann auswirkt. Ich auch. Michel. Und ja, ein anderer Punkt natürlich, um den stehen zu machen, ist wahrscheinlich einfach auch, es ist weniger. Es macht viel weniger. Ja, also, aber wenn ihr mal in eine Linea reinguckt, Linea Mini, dann hast du echt das Gefühl, oberhalb des Boilers, da kannst du nochmal einen Boiler reinmachen. Da ist so viel Platz. Ansonsten, Rotationspumpe, ja. Wir können sie ans Festwasser nehmen, wir können sie ans Abwasser nehmen und auch so im Äußeren wurde einiges relativ clever verändert. Ja. Also jetzt auch im Vergleich zur, ich sag mal, zur größeren Schwester, der Linea Mini. Zum Beispiel die Tropfschale. Die Tropfschale hat jetzt nicht nur einen Schwimmer, den wir kennen von anderen, ja, ich sag mal, günstigeren Espresso-Marken. Noch erstaunlich, dass die nie auf die Idee gekommen sind, in diesem Bereich von Maschinen nicht so wirklich präsent. Ich finde es doch lustig, was es bei mir so emotional macht. Ich finde es hier eher irgendwie komisch. Also die Tropfschale ist ja gigantisch groß. Also du hast hier noch ein bisschen mehr, da fällt noch der Teil weg, weil der Wassertank einmal nach vorne kommt. Was übrigens clever ist, wir können es abnehmen, das ist jetzt ein cleverer Move, wenn man das rausnimmt. Das war immer so ein bisschen ein Gekrampfe bei anderen Modellen. Und hier haben wir jetzt die Variante, wir können einfach vorne aufdrehen, müssen den gar nicht rausnehmen und können dann einfach hier mit einer Kanne begießen. Genau, also wir können den Wassertank jetzt nicht weiter als das rausnehmen, außer wir nehmen den ganzen oberen Teil weg, dann könnt ihr das auch putzen. Das ist sicher viel besser, auch zum Beispiel als bei der GS3. Bei der GS3 sind das, glaube ich, 18 Schrauben, die ich immer aufmachen muss, um den Wassertank zu putzen. Das ist ein bisschen blöd. Und hier ist es einfach eine Gummiabdeckung. Ist die ähnliche Gummiabdeckung wie bei der Linea Mini. Passen rund 1,5 Liter rein? Passen laut Beschreibung 2 Liter rein. Effektiv sind es ein bisschen mehr als 1,5. Das Ding relativ easy rauszunehmen. Eine wohltuend große Tropfschale, trotz jetzt der Einsparung, die mir ganz gut gefällt, kommt wieder mit 2 Manometern. Und was ist sonst noch speziell? Wir haben wiederum die IoT-Steuerung, also mit App können wir wesentliche Steuerungen vornehmen, Michel. Wir können die Temperatur
des Kessels einstellen. Wir können auch eine Vorbrühung bzw. eine Präinfusion einstellen. Ja. Einmal mit dem Wasserdruck, wenn sich am Festwasser angeschlossen ist, oder einmal einfach Brühkammer füllen, dann ausstellen und wieder anstellen. Das ist möglich. Und dann hat sie noch so ein paar Statistik-Tools, wobei die App jetzt in dieser Pre-Release-Version, die ich hatte, noch nicht komplett auf die Maschine zugeschnitten ist, sondern da sieht man auch, da steckt noch ein bisschen Linear Mini drin. Da muss man sicherlich noch ein bisschen machen. Man kann dann eben auch ganz einfach da den Dampfboiler an- und ausmachen. Also ich könnte mich also auch entscheiden, ich starte die Maschine. Ich kann sie auch programmieren und sagen, sie soll jeden Morgen um 7 Uhr starten. Ich kann sie ohne Dampfboiler starten und ich kann den Dampfboiler dann auch noch über die App relativ einfach dazu wählen. Und ihr könnt dann zukünftig den Dampfboiler auch steuern. Bei der Linea Mini ging das nicht. Hier könnt ihr das aber nicht über Temperatur, sondern dann über 3 Stufen. Es gibt dann einfach 3 Bereiche, die auf der App dann noch aktualisiert werden. Das hatten wir bei uns noch nicht drauf, haben wir noch nicht gesehen, haben wir aber erklärt bekommen. Und dann vorne ist so ein bisschen, es ist natürlich eine Linea, so optisch. Und dann hat man diese Drehrädchen, einmal für den Dampf. Ich mache das mal hier einmal rein. Sieht schon ganz ordentlich aus. Ihr habt auch das heiße Wasser, was einmal rauskommt. Auch das, da kommt auch ordentlich Material. Und das Pedal, ich gehe mal kurz zum Siebträger, bevor ich da was zu sag mal zum Pedal. Du bist nicht so Fan. Du magst einfach keine kleinen Dinge. Es ist dir einfach nur zu klein, oder? Nein, ich sag's mal so. Als ich die Linea Mini das erste Mal kennenlernte, hatte ich das Gefühl, das ist definitiv eine Gefühlssache, dass dieses Pedal sehr popelig war. Bei den ersten Linea Minis. Und ich hatte das Gefühl, das wurde dann massiv verbessert. Und wenn ich heute unsere Linea von unten, die jetzt vielleicht 2 Jahre alt ist oder so, wenn man da das Pedal schiebt, hat man wirklich so einen bewussten Widerstand. Es fühlt sich gut an. Es ist ein weiter Weg, ja, aber es fühlt sich gut an. Ich habe ein bisschen Mühe hier, weil das erstens, es ist relativ kurz, das ist auch wieder schön, aber es klingt so komisch. Mach mal. Ich glaube, es ist noch ein Kaffeesatz drin von der vorherigen Brühe. Eieieiei. Wir sind Standby gegangen. Ja, wir haben zu lange gequatscht, hier ist im Standby. Aber wir können ja trotzdem... Das hört sich nicht groß anders an als bei der anderen. Ich meine, dieses Echo, also dieser Raum, wo wir jetzt gerade drin sind, der ist nicht wahnsinnig groß. Ich finde das finde ich nicht so so wertig. Weißt du, was mir daran gefällt, ist der kurze Weg, effektiv. Ja. Weil ich finde ja schon bei der Linea Mini ist das Pedal eine Veräpplung. Also es ist ja nur ein Knopf, der sich bewegt. Ein Knopf, der mir suggeriert, also ich verbinde damit immer, ich gehe jetzt gleich zu meinem Brühprofil oder Drückprofil über und das liefert sie ja gar nicht. Ich finde, das ist hier ein bisschen weniger... Mehr sein als Schein. Genau, als ja, das hast du schön gesagt. Ja. Es ist im Übrigen auch nicht verbunden mit irgendeiner Art von Fließmengenkontrolle oder mit irgendeiner Art von Brühprofil. All das gibt es nicht. Es ist wiederum ein Ziehknopf oder ein An-Aus-Mechanismus, der Wasser rauslässt und das wieder stoppt. Und Status Quo ist auch, das ist auch auf der App nicht änderbar. Das haben wir schon als Wunsch angebracht, ne? Ja. Wir wünschen uns natürlich zumindest eine zeitgesteuerte Steuerung. Ja, da können wir wieder kritisieren, dass sie nur zeitgesteuert ist. Ich wünsche mir einen Flowmeter und ich wünsche mir nach wie vor einen Shot-Timer, den ich nicht auf dem Handy suchen muss. Michel, lass uns doch die Wunschliste ganz nach hinten schieben, da kommen noch ein paar Sachen drauf. Und das ist ja auch schön, ist eine neue Maschine, da darf man sich noch viel wünschen für die nächsten Updates. Ja. Das ist jetzt zunächst mal total überraschend, ne? Ja, also sehr. Der Siebträger hat... Bevor du ausholst, Michel, ganz kurz, der Siebträger selbst ist unten Plastik, oben Metall. Es heißt natürlich, hat irgendeinen fancy Namen, ich habe es euch im Blogbeitrag geschrieben. PH irgendwas, Kunststoff. Es ist ein sehr hochwertiger und so weiter, aber oben Metall und unten nun dieses, was man herausdrehen kann. Und damit habt ihr zunächst einmal einen bodenlosen Siebträger. Und wir haben 2 Einsätze für das Einersieb und das Zweiersieb. Übrigens, das habe ich gar nicht dir gebeichtet. Wie viel Gramm hast du denn reingetan? 18. Ja, ich habe auch das Sieb gewechselt. Hättest du das genutzt, was dabei war, dann hättest du einen 8er oder einen 14er verwendet. Es gibt keinen 17er? Warum denn nicht? Weiß nicht, weil, keine Ahnung, Maschine ist kleiner, Siebe sind kleiner. aber lass uns kurz beim Siebträger bleiben.
Und was möchtest du dazu sagen? Ich bin gerade zutiefst enttäuscht, dass es kein 17 Gramm Sieb mehr dabei hat. Ja, das habe ich dir bis jetzt ausgespart, ja, damit du das kritisieren kannst. Genau. Ich bin gerade baff, weil ich wusste, schön, dass du mir solche Sachen live vor der Kamera sagst. Also, so. Erster Punkt. Der Siebträger ist nicht mehr Edelstahl. Mhm. Was ihn günstiger macht, ist Messing, wie bei allen anderen, der verchromt ist. Da war bisher Lamasoko crazy mit dem... Genau. Und das war immer was, wo ich gesagt habe, meine Maschine von zu Hause ist Jahrgang, ich glaube 2009. Also der Siebträger ist 13 Jahre alt. Der Siebträger sieht aus wie neu. Und das hat man bei einem verchromten Siebträger nicht, weil irgendwann der Ablauf, ja irgendwann diese Verchromung löst sich und landet bei euch im Kaffee. Ich bin immer das beste Beispiel, dass es nicht tödlich ist, weil ich trinke von so vielen teilnehmenden Kaffee. Mir geht es noch gut. Vielleicht ist es eine Abhärtung. So, und das hat man hier, jetzt ist es ja so, und die Erklärung würde ich jetzt auch so unterschreiben, es macht ja keinen Sinn, da das Chromstahl zu machen, weil es ja gar nicht so zusammenläuft. So hat uns das Lamazok auch erklärt. Also der Kaffee hat nie Kontakt mit dem Siebträger, weil nur der äußere Teil ja... Ja, also bei diesem hier muss man es nicht machen, weil es ist quasi ein Sieb. Genau. Und es ist ein Plastikdings. Ja. Und Kaffee, weder Kaffeepulver noch Kaffeeflüssigkeit sind im Kontakt mit dem eigentlichen Siebträger. Der Siebträger ist hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Siebträger. Richtig. Und hinzu kommt... Das auch Argumentation von Seiten Lamazoko. Wenn wir ja sonst komplette Messing-Siebträger haben, Messing ist schwerer als Edelstahl. Das heißt, man müsste dann ein bisschen darauf achten, aufs Gewicht. Hat man ja da nicht das Problem, weil ja viel weniger Masse dran ist, dann ist es wieder balancierter. Ich habe dann ganz freundlich und subtil nachgefragt, aber es ist einfach auch günstiger, habe dann ein klares Ja gekriegt. Natürlich, aber das Gewicht ist tatsächlich noch ein Argument. Wir werden auf die 18 Kilo nochmal zu sprechen kommen nachher. Gewicht ist sicherlich ein Argument, aber es gibt natürlich noch ein ganz anderes starkes Argument. Weißt du welches? Du weißt natürlich, ne? Aber ich lasse dich mal quatschen. Es ist ja so, also tatsächlich ist das ein interessantes Phänomen. Bei vielen Maschinen, gerade mit so vollen und wuchtigeren Siebträgern, insbesondere die auch darauf optimiert sind, schneller warm zu sein, da haben wir ja die Problematik, der Siebträger, je fetter er ist, je mehr Material er hat, desto weniger schnell ist der warm. Hier müssen wir weniger aufheizen, der Siebträger selbst spielt keine Rolle. Plastik hat eigentlich keine Leitfähigkeit. Also Plastik zieht uns, mit anderen Worten, quasi keine Temperatur aus dem Espresso selbst. Also haben wir weniger Temperaturverlust auf dem Weg des Espressos in die Tasse. Das ist fürs Brühen jetzt irrelevant, weil Brühen tun wir mehr oder weniger sowieso hauptsächlich mit ja, dem, was oben im Sieb passiert. Und dafür ist jetzt nicht so ganz wichtig, was danach passiert. Aber für das Gefühl, wenn ihr den Espresso trinkt und dann, ich weiß so einige Siebträger oder Espressomaschinen, die haben eigentlich immer gefühlt zu kalten Kaffee. Das liegt nicht unbedingt daran, dass das Wasser zu niedrig ist in der Brühtemperatur, sondern das liegt daran an dem Temperaturverlust unterwegs. Und den haben wir hier nicht. Definitiv. Und auch wenn ich mich mit dem noch ein bisschen auseinandersetzen muss, so innerlich, ich finde es schön gelöst, weil es fühlt sich, ich finde, das fühlt sich gut an, weißt du, es ist so ein Zack, einklicken. Ich glaube schon, es ist ein Verschleißteil. Das weiß ich noch nicht, da bin ich echt gespannt. Es ist ja eine Kugel drin. Das finde ich, es ist echt, es ist, ich finde, es ist gut gelöst. Ich bin gespannt, wie es in 5 Jahren aussieht. Ja. Ob aber das also noch zu einer Maschine, also erstens, man spart sich einen zweiten Siebträger, man hat eine relativ clevere Variante, man hat dazu zusätzlich noch einen bodenlosen Siebträger dabei, den man ja sonst immer noch extra kaufen muss. Und man muss den Siebträger nicht tauschen, wenn man von einer auf Doppelportion geht. Man kann relativ easy alles putzen. Und natürlich also wirklich tatsächlich macht das, spielt es noch eine Rolle für diese Temperaturgeschichte und dann mit diesem Konzept von einer schnell aufheizenden Maschine, wo ich nicht 25 Minuten warte, bis noch der ganze Raum mitgeheizt ist und natürlich auch der Siebträger, ist das wie konzeptionell, finde ich, aus einem Guss, so sehr man sich darüber Ästhetik natürlich... Kann man diskutieren. Spannend ist auch, es ist der erste Lamazoko, der Siebträger, der nicht abgeschrägt ist. Das ist mir vorher aufgefallen beim Einspannen, weil ich bin mir gewöhnt bei einer Lamazoko, dass der einen Winkel hat, weil er dann gerade steht...
Und jetzt ist er halt ein bisschen aber schräg. Das fühlt sich nicht so an, als ob ich auf dem Plastikviech da drauf tempen will. Nein, das machst du aber beim Lamazoko nie auf den Füßen, weil die sonst abfallen. Ja, aber er ist trotzdem immer abgeschrägt. Michel, und ich glaube, wir haben über den Siebträger einiges schon erzählt. Ja. Oder hast du da noch einen... Nö, ich mache ihn wieder in die Brühgruppe. Ich meine, komm, das ist jetzt wie so ein Kompromiss. Du erlebst jetzt hier heute in unserem Video, dass, ich sag mal, das Revival des Boilers, der plötzlich... den Thermoblock wieder unter Druck setzt, sowohl in der Aufheizzeit als auch in dem Stromverbrauch, da musst du den Siebträger musst du jetzt einfach schlucken. Genau, also ist okay, das habe ich geschluckt, finde ich gut gelöst, bin gespannt, wie langlebig das ist. Ich finde den Siebträger an sich gut. Was ich im Moment noch nicht verdaut habe, ist das 14 Gramm Sieb, aber das können wir am Schluss nochmal besprechen. Ja, du hast auch den wunderschönen Lamazoko-Temper, den hast du schon irgendwie verborgen. Sprechen wir dann gleich nochmal drüber, wenn wir Espresso machen. Jetzt haben wir so viel gelabert, wollen wir mal Kaffee trinken? Ich finde auch, es ist allerhöchste Zeit und die Einordnung verschieben wir dann auf den Moment nach dem Kaffee, dann haben wir auch schon da noch ein bisschen mehr Kontext und dann gehen wir jetzt los und machen Espresso. Weil der war lecker, ich will nochmal einen. Du willst nochmal einen, let's go. So. Mit Espressotassen geht's. Und zwar relativ gut. Schön. Gibt einen schönen Espresso. Weißt du, was ich finde? Manchmal hat der in der Nase sowas, was von Passionsfrucht und Pflaume. Du verwöhnst uns wieder mit Miramar. Ja, ich glaube... Hör auf, nicht schon wieder so viel positiv sagen. Ich finde den Kaffee... Ich mache nicht noch mehr Werbung, es tut mir leid vom letzten Mal. Wir haben jetzt wieder auf 93,5 gestellt, die Maschine. Wir hatten sie zwischendurch auf 91,5, um auch verschiedene Temperaturstufen zu probieren. Der Kaffee ist gut, er ist sehr weich, sehr süß. Es ist schon balanciert. Die Maschine liefert uns hier genau das, was wir uns wünschen. Ja. Für diesen Kaffee in der Extraktion. Es ist eine gute Extraktion. Ich glaube, Malgrad hat gepasst. Also ich habe jetzt nicht geschaut, aber wie war es? 25er. Ich habe ein bisschen mehr Füllmenge drin. Er hat jetzt 18 in und 21,5 out. Ich mag den Kaffee ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen länger, aber ich finde ihn jetzt auch sehr schön. Hey! Also da, wir haben ja vorher schon gesagt, im kalten Zustand performt sie, also in kaltem, ohne von Boiler. Null auf warm. Das macht sie, wenn der Boiler dazugeschalten wird, dann vielleicht 8-9 Minuten geben. Und das zweite Protokoll, was wir jetzt für den Dual-Boiler Test und das ist so, sagen wir mal, so ein inoffizieller Start unserer Dual-Boiler-Testserie. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um die wirklich alle dann zu testen. Aber und auch gerne noch Feedback von euch für das Protokoll, was wir noch alles anschauen wollen und sollen. Und wir werden bei allen auch das WBC-Testprotokoll durcharbeiten und haben da wirklich jetzt auch, ich glaube, für die Maschine spezifisch auch eine sehr, sehr tolle Erkenntnis, so wo ist die Grenze dann hinten raus? Wo bricht sie? Ja? Ja, also ich meine, wobei wir haben das schon gesehen nach 5 Minuten auch. Ja. Wir haben 3 Kurven hier aufgezeichnet. Wir haben ja 3 Formulare gemacht. Wir haben einmal das Formular gemacht, Kaltstart ohne Dampfboiler. Wir haben einmal das Formular gemacht, Kaltstart mit Dampfboiler. Und einmal das WBC-Formular, das die Startzeit muss 60 Minuten nach ein, also die Maschine muss heiß sein. Ja, bevor müssen sie dann hier, die muss man immer ein bisschen bewegen, damit sie nicht in den Standby-Modus geht. Aber sie muss einfach mindestens 1 Stunde laufen, dann kann man das messen. Und wir haben vorher gesagt, die ersten 3 Brühungen ohne den Dampfboiler aus dem Kaltstart nach 5 Minuten mit aufgeheiztem Siebträger, die machen wirklich Spaß. Und dann... Mit jede Minute ein Bezug, fängt sie dann aber an... An die Kante zu kommen. Ja? An die Kante zu kommen. Da merkt man wirklich, da reicht dann die Heizleistung nicht ohne mehr. Ohne Dampfboiler. Sie hat dann auch angefangen, ein bisschen zu blinken. Also sie zeigt mir auch an, hey, jetzt forderst du mich zu viel. Jetzt komme ich an meine persönliche Grenze. Jetzt musst du kurz warten. Und dann kommt sie aber wieder. Mhm. Aber da war die 3. Brühung nach 1 Minute Pause dann wirklich sogar noch knapp bei etwas über 90. Die 4. Brühung hat die 90 dann noch knapp erreicht und fällt dann relativ stark. Braucht auch sehr lange, um hochzukommen. Und da muss man wirklich sagen, es ist auf das fokussiert. Lamazoko sagt auch selbst, es ist eine Home-Maschine. Und wenn ihr zu Hause 6 Espressi gezogen habt... Doppelte. Nee, 6 Einzelne. Also 3 Doppelte. Drei Doppelte.
Und der vierte kippt dann, ja gut, dann habt ihr schon relativ viele Leute zu Hause. Ne? Das ist dann schon eine halbe Party, würde ich sagen. Genau, und ihr müsstet dann einfach den Dampfboiler einschalten oder kurz warten. Und beim Dampfboiler wiederum können wir sagen, dass wir die Frequenz eine Minute gut halten können. Mhm. Die können wir halten. Das packen wir, das funktioniert und das funktioniert auch einwandfrei. Und im Übrigen, das finde ich jetzt wiederum sehr interessant, auch nach einer Stunde, weil dann sind wir wirklich ziemlich gut in diesem 93,5er Bereich. Also wir sind dann wirklich ziemlich nah dran. Ja, da hat während wir ja gesagt haben, nach 5 Minuten, ja, da hat die sich dann so ein Grad weniger, ne? Ist so eher 2, je nachdem. Zum Teil sogar 2, auch mit dem Dampfboiler noch dazu, zum Teil sogar 2, also von der Zielgröße. Hm? Aber wenn die eine Stunde läuft, dann, gibt's dann keinen pendelt Offset die sich mehr. Voll ein und dann hat sie eine krasse Thermostabilität. Also dann landet sie an einer Stelle, wo man sagt, boah, voll geil. Also das ist wirklich, und sie bricht dann, wenn wir dann auf die 10 Sekunden Frequenz gehen. Ja. Und 10 Sekunden Idle Time und dann noch einspannen, ausspannen, das wird immer noch mit simuliert. Und da kippt sie dann ab, aber dafür ist sie dann wirklich nicht mehr gemacht. Das ja, ist aber dann auch nicht beim ersten, sondern dann so nach dem zweiten, dritten. Ja, nee, schon ziemlich zügig. Also geht dann einmal, aber das... Eben, wie du sagst, für das ist sie nicht gebaut. Und wenn ihr so viele Espressi macht zu Hause, dann, boah, dann ladet uns ein zu der Party. Weil dann ladet uns ein. Und dann sind wir vielleicht auch schon in dem Bereich, wo man sagen muss, ja eben, genau, dann sind wir eigentlich am Zweck oder am Ziel dieser Maschine vorbei. Ja. Und dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Also dann gibt es ja auch von Lamasocco selbst andere Modelle, die sich dann dafür viel besser anbieten. Und da bin ich aber jetzt zukünftig auch sehr gespannt auf die Dual-Boiler-Serie. Wenn wir das so durchtesten, wann gehen die alle in die Knie? Also wann kommt der Punkt, wann brechen sie? Boah. Und Michel, also ich weiß, ich kann dir schon voraussagen, wir müssen dann irgendwann auch nochmal zu den Zweikreisern zurück. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde interessant, ich würde sagen, die Maschine hat unter bestimmten Voraussetzungen kein Offset. Wir testen das mit dem Scarcell, du kalibrierst das, beziehungsweise checkst immer, kochendes Wasser, ist das kochendes Wasser, also stimmt die Temperatur und im Übrigen entspricht es auch unserer sensorischen Wahrnehmung, was wir jetzt bei der Maschine erlebt haben. Nach einer bestimmten Zeit. Richtig. Und ich finde das hochinteressant. Also jetzt gerade unsere 3 verschiedenen Temperaturkurven, die zeigen uns ja unterschiedliche Temperaturen. Die zeigen uns ja nicht immer die 93,5, sondern sie zeigen uns eben auch 92 Grad, in der Anbahnungsphase sozusagen oder in der Phase, bis wir hier eine bestimmte Thermostabilität erreicht haben. Und da ist dann natürlich eine Frage, wie ist die Maschine konfiguriert? Wo setzt eigentlich der Hersteller den Zieltemperaturzeitpunkt? Und ich würde jetzt schon sagen, der ist jetzt hier eben nicht gesetzt nach 5 Minuten. Sondern nach, sie ist eingelaufen und sie hat eine bestimmte Zeit auf dem Puckel. Und bei der Maschine kann man jetzt das Offset nicht einstellen. Ich würde dann aber selber, wenn ich in der Nutzung bin, bei dieser Maschine, mit dieser Nutzmaschine, würde ich für mich überlegen, wann möchte ich eigentlich immer, dass der Espresso voll auf den Punkt ist, dass der voll meine Brühtemperatur erreicht. Und ich würde sie wahrscheinlich jetzt einen Grad hochnehmen, um dann direkt nach 5 Minuten die Zieltemperatur zu erreichen. Oder schon verdammt nahe dran zu sein, weil mir jetzt auch persönlich egal wäre, wenn sie jetzt dann einmal mit 94 brüht, aber mir wäre lieber, sie brüht dann mit 92 anstatt mit 90,5 oder 91. Darum, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Kaffeeauswahl drauf an. Da würde ich das ein bisschen einordnen. Und eben, wann trinkt ihr im größten Anteil den Kaffee? Wenn ihr ihn nach 8 Minuten trinken möchtet, dann 1 Grad höher, 2 Grad höher oder 1,5. Wenn ihr sagt, nee, ich schalte sie an und dann habe ich Gäste, dann kann man auch über die App nochmal zurückstellen. Und das wäre jetzt genau sowas, dieses Grundverständnis für die Maschine, das wäre etwas, was ich im Zweifelsfall mit dem Händler eures Vertrauens anschauen würde. Ich würde sagen, wir schieben jetzt gerade den Cappuccino nach. Ja. Wir haben noch ein paar Themen, die wir auch noch besprechen wollen. Shots mit bodenlos machen. Danke für den Cappuccino. Sehr gerne. Wie war das Schäumverhalten?
Ich hatte das Gefühl, es ist langsamer. Als? Als ich das von Lammerzucker gewöhnt bin. Okay. Aber das ist jetzt noch eine Gefühlslage. Wir werden für die Dual Boiler Serie ein Testprozedere auch für die Erhitzung fixieren. Wir nehmen uns nämlich einfach kaltes Wasser, 300 Milliliter, starten bei rund 20, 22 Grad. Immer die gleiche Kanne. Immer die gleiche Kanne, immer die gleiche Starttemperatur. Und immer die gleiche Position. Immer die gleiche Position, genau. Hier auf dem Video seht auch, genau. Immer gegenüberliegend von Messsonde und testen, wie lange dauert es, dieses Wasser auf 60 Grad, ich sage jetzt plus minus ein halbes Grad, zu erhitzen. Und das war jetzt bei der Dampfpflanze 20 Sekunden. Ja, können wir noch. 21. Ich würde jetzt sagen, das Thermometer ist fast nicht schnell genug, um hinterherzukommen. Mhm. Das springt ja immer um 5 Grad. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen eine Ungenauigkeit. Aber es ist mal ein Ansatz. Ein Ansatz, gibt so eine Richtung. Also 20, 21 Sekunden haben wir ungefähr gebraucht, um auf die 60 Grad zu kommen. Das geht natürlich ein bisschen schneller in dem Moment, wo ihr Luft reinzieht. Darum haben wir uns auch dagegen entschieden, diesen Test mit Milch zu machen und ziehen, weil da müsstet ihr immer genau gleich viel Volumen reinziehen. Aber es soll einfach so ein Vergleichswert geben, wie lange dauert denn das Schäumen mit der jeweiligen Maschine, dass wir da nicht immer von meinem persönlichen Gefühl sprechen müssen. Schöner Cappuccino, gibt's nichts zu meckern. Michel, was aber mir nicht so gut gefällt, das ist aber jetzt auch ein Phänomen, das haben wir bei der Linea Mini auch schon. Du kriegst da ja kaum eine Waage und eine Tasse zusammen drunter. Also ja. Die Tasse sollte jetzt nicht größer sein, also höher. Also bei den Espresso-Tassen, bei unseren, die sind etwas kleiner als die Cappuccino-Tassen, da reicht es gerade noch mit der Waage unter die Maschine zu kommen, mit der Edo-Waage. Bei den Cappuccino-Tassen reicht es schon nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade, da halt einfach, was sind das, 2 Zentimeter mehr Platz? Du willst große Tropfschalen, da kannst du nicht auch noch Platz haben. Das stimmt, das ist richtig. Also irgendwo ist da ein Kompromiss. Das ist sicher, ein bisschen mehr wäre gut, ne? So 2 Zentimeter. Ja, und unsere Tassen sind nicht hoch. Also wenn ich jetzt andere Espresso-Tassen sehe, die dann wirklich eine gewisse Höhe haben, das finde ich ein bisschen schade. Und man muss ja eigentlich mit Waage arbeiten, weil ich habe ja keine Volumetrik. Gell? Volumetrik. Und Masocco? Lassen wir so im Raum stehen. Lassen wir so stehen. Es gibt noch ein Kännchen dazu, ist ein kleines Kännchen, muss man dann halt einfach noch ein großes dazu kaufen. Aber und du hast jetzt aber 0,6 geschäumt und das ging aber gut. Ne? Das ging gut, das war einwandfrei. Methodik eigentlich, wie wir es immer machen, ist einmal so gerade rein, abkippen und so geht es einwandfrei mit Zieh- und Rollphase. Schade finde ich ein bisschen, mir gefällt es eigentlich gut, dass ich bei vielen auch die Kanne abstellen kann. Das kann ich hier absolut das nicht mit diesem komisch gebogenen... Also, nee. Michel, wir müssen gleich mal zur Einordnung kommen, aber jetzt will ich doch noch dich bitten, du hast noch gar nichts gesagt, wie sich die Maschine anfühlt. Dieses Kapitel des Betatschens der Maschine ist ja eigentlich fest in deinem Repertoire. Absolut, ich bin zu sehr mühlengeprägt. Ja, ne? Also, wie sieht es aus? Sie ist ja dieser schwarz-matt. Ich finde... Also es fühlt sich... Das Schwarz ist erstmal sehr schön. Schwarz ist sehr schön. Durch das Matte sieht man ein bisschen viel die Fingerabdrücke. Ja. Aber das ist halt dem Schwarz geschuldet. Ich finde, es ist metallisch, es fühlt sich gut an, es ist hochwertig. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich mich scharfe Kanten oder so... Hier. Ah, Plastik. Wieso sitzt denn das so scheiße da drin? Wieso sitzt so nicht scheiße da drin? Hier, guck dir das mal hier an. Ah, diese Innenteil, das ist einfach nur reingesteckt. Das ist so ein Innenplastik. Das hier ist ein anderes Material als oben. Ist bei dir die Metallplatte bündig auf der ganzen Linie? Diese hier, guck mal. Wenn, ist es Zufall wahrscheinlich. Weil bei mir ist die nicht ganz bündig. Die ist nicht bündig. Das ist die immer, auch die Kante hier unten, wo du die Tropfschale reinschiebst, ist bei allen Lammerzucker schräg. Das ist immer so. Spaltmaße, Ben. Nein, das gibt's nicht. Also es gibt schon, ist einfach ein bisschen auch natürlich, die sollen ja auch einen individuellen Charakter haben. Also Spaltmaße, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Das ist bei allen Kaffeemaschinen ganz schrecklich. Guck mal hier. Hier, warum geht das hier rein? Warum ist das hier nicht bündig? Hier geht's auch rein, hier geht's aber mehr rein. Klar, einen halben Millimeter, aber das ist einfach... Aber das ist ja normal. Das ist interessant, dass du das schon normal findest. Man, das ist selbst bei der Gastromaschine. Wir machen euch mal eine Story mit Spaltmaßen. Wir können das mal, so ein Outtake-Videos, nur Spaltmaße von allen Maschinen.
Gut, also oder? Das ist Fakt, das möchte ich gar nicht mehr groß kritisieren, weil das ist einfach so. Ansonsten fühlt sie sich... Ich möchte noch ganz kurz Gonzalo zitieren, der sagte, ist ja echt toll, dass man die ohne Dampfboiler aufheizen kann, aber die Tassen werden dann gar nicht warm. Fand ich auch sensationell, hat er gestern auch an uns gesagt. Was ich erst schön finde und jetzt aber man hat immer ein bisschen Probleme mit diesen Abdeckgittern, dass die vibrieren und Lärm machen. Und die Grundidee von Lamazoco, so habe ich das verstanden, ist, hier hinten sind zwei Magnete, die ziehen diese Platte dran, dass es nicht so... Das ist jetzt hier richtig gut gelöst, oder? Das ist wirklich gut gelöst. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn man Tassen draufstellt... Dass sie ein bisschen scheppern. Genau, aber das ist, ich glaube, diesen Schlitzen geschuldet, weil hier hinten tut... Also, vielleicht hat es einfach geholfen, vielleicht wäre es schlimmer gewesen. Lieber Michel, lass uns kurz die Maschine einordnen. Wie ist die platziert, wie ist die positioniert? Also wir haben schon gesagt, Einstiegslevel von Lamazoco, so rund 3.300 Euro wird sie vermutlich je nach Mehrwertsteuer kosten. Wir werden es dann genau sehen. Damit ist sie doch erheblich günstiger als die Linea Mini, die ja auch mit der letzten Preisanpassung nochmal nach oben gegangen ist. Also da würde ich sagen, deutlich eine günstigere Maschine und deutlich näher dran an vielen Dual-Boilern, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da muss man sagen, in der Schweiz sind wir, glaube ich, bei der Linea Mini bei 5,6 oder 5,7, in Deutschland bei 5,5 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Und wenn ich jetzt diese drei mir nehme und das vergleiche mit anderen Dual-Boilern, dann sind wir näher dran, sind aber immer noch einen Schritt entfernt. Und andere haben natürlich in dem Segment dann auch schon nochmal Brühprofile und so weiter. Ne? Genau. Und also man zahlt sicherlich einiges für das Brand, ja, das kann man sagen. Ja, und man zahlt sicher auch für eine gewisse Hochwertigkeit. Also auch, ja, und du hast schon gesagt, es sind viele Komponenten da drin, die auch eine Entwicklung mitgemacht haben. Nein, und also, die auch eine GS3 oder eine Linea Mini haben. Genau, und was man einfach runterbrechen muss, ist einfach die ganzen VEMA-Brühgruppen, Dual Boiler, das ist überall das Gleiche drin. Die kaufen einfach Teile und bauen sie zusammen. Das ist wie Lego. Das. Ja. Und hier ist viel Entwicklung mit dabei, viel Eigenregie, sicher eine Rotationspumpe, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Lamazoco selbst entwickelt hat, hat das eigene Logo, aber ich meine, das sind keine in dem Sinn super entscheidenden Teile. Und da ist sicher viel daran gelaufen. Zwei, drei kleine Verbesserungen würde ich mir noch wünschen, aber ansonsten muss ich sagen, ist das eine super solide Maschine für jemanden, der sagt, ich möchte gerne eine Lamazoco, ich möchte diese Präzision mitnehmen, ich möchte schnell brühen können und ich bin auch bereit, für ein Gerät dementsprechend viel Geld dafür auszugeben, in Kombination mit einer guten Mühle. Das macht auf jeden Fall Sinn und da sehe ich definitiv einen schönen Zwischenmarkt für diese Maschine, auch um so den Einstieg in die Lamazoco-Welt zu ebnen. Ich finde sie gut, ich bin recht happy damit, sind viele Sachen dran, die wirklich weiterentwickelt sind und ich würde mir persönlich jetzt wünschen, dass gewisse Sachen jetzt kopiert werden in der GS3 und dann in 2 Jahren eine neue GS3 kommt, weil dann wäre meine mal zum Verkaufen. Michel, ich finde, das hast du gut eingeordnet. Ich würde schon nochmal aber darauf auch Wert legen wollen, diese Geschwindigkeit am Anfang ist wirklich... in der gesamten Kessel-Boiler-Klasse ein Alleinstellungsmerkmal. Gleichzeitig, was den Stromverbrauch angeht, wenn man den Dampfboiler auslässt. Und es funktioniert jetzt bei dieser Maschine auch. Wir haben das bei anderen Maschinen ja auch schon getestet und waren da nicht dann erfolgreich. Aber hier kommt jetzt genügend Energie an, um den Boiler auf Temperatur zu bringen und um uns super Kaffee zu liefern nach 5 Minuten. Ja. Und gleichzeitig haben wir hier eine Lamazoco stehen. Absolut. Cool. Also das gefällt mir gut. Ich finde auch, wir haben die wichtigen Sachen herausgearbeitet. Ich finde das nicht zeitgemäß, einen 7er und einen 14er Gramm mitzuliefern. Ich finde den Temper nach wie vor, ja gut. Ich meine, der passt irgendwo zu diesem Einer Sieb. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesem Einer Sieb, aber es ist irgendwo ein Duo, die passen so zusammen.
Es wird halt einfach so ausgeliefert, aber whatever, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, ein größeres Sieb. Das hat man jetzt direkt getauscht. Ja. Ohne Frage. Ohne, ich habe das dir gar nicht gesagt. Ja. So selbstverständlich habe ich das 14er Sieb getauscht. Und was auch ist, es ist, ich habe ihn jetzt nicht gemessen, aber einfach im Vergleich zu anderen Tempern, dass ich würde behaupten, es ist ein 58er und nicht ein 58, 2, 3, 4, 5er, weil er hat schon einen ordentlichen Abstand. Und da bin ich bei dir, das ist einfach die Pseudolösung halt für den Einersieb. Gut, wir sind jetzt immer, wenn wir einen einfachen Espresso machen, auf der Seite, dass wir sagen, nehmt das kleinste Zweiersieb, da könntet ihr das 14er nehmen, das 14er Sieb, was mitgeliefert wird, aber nehmt das kleinste Zweiersieb, dann habt ihr regelmäßigere Extraktion als mit einem Einersieb. Wir haben die Preise in der EU gesagt, Micha. Ja, genau. Und jetzt, du möchtest jetzt die Maschine bestellen? Ja, und wo tust du das denn? Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, insbesondere, weil wir ja immer sagen, geht zu den lokalen Shops, testet die Maschinen, guckt sie euch an. Und hier ist jetzt La Marzocco zu einem komplett anderen, ja, Verkaufsprinzip übergegangen, macht das nur noch selbst. Das heißt, ihr bekommt diese Maschine nur noch bei La Marzocco selbst, bei autorisierten La Marzocco Shops, also eigentlich La Marzocco selbst. In Deutschland sind es, glaube ich, 3 Stores oder so. In der Schweiz ist es keiner. In der Schweiz ist es keiner. Sprich, in der Schweiz wird diese Maschine in der Schweiz selbst nicht geben, sondern sie wird aus Italien dann gesendet, glaube ich. Ah ja. Oder aus Deutschland. Okay. Ja, dann. Oder von wo auch immer. Also man kann sie online bestellen. Nämlich La Marzocco geht jetzt mit der Maschine in den Direktvertrieb. Und das vor allem auf der Ebene, um einen günstigen Preis zu halten, ohne dass jetzt eine Händlermarge, weniger Marge ab. Genau, man behält das selbst. Und das kann man jetzt von verschiedenen Perspektiven sehen, wie toll, dass man das findet. Ich finde es persönlich einfach nicht schön, einerseits den langjährigen Partner gegenüber, aber andererseits auch, weil wir der Überzeugung sind, dass man jede Maschine einmal durchmessen muss, um Offsets zu erkennen, darauf zu reagieren. Man kann jetzt hier auf der App kein Offset direkt einstellen, das kann man nur bei einer GS3 und dann über die Einstellung der Maschine. Und ich kaufe keine Maschine online. Ich kaufe so eine Maschine nicht online. Nein, ich kaufe eine Mühle würde ich wahrscheinlich online kaufen. Das ist so vielleicht was, was ich sage. Also auf jeden Fall will ich sie antesten. Ne? Ja, und das kann ich jetzt, in bestimmten Ländern gibt es lokale Läden. Aber keine Ahnung, wie weit man dafür fahren. Aber ich würde die, wenn ich mir jetzt eine La Marzocco kaufen würde, dann würde ich irgendwie, keine Ahnung, zum Flo nach Zürich fahren, wenn ich in Zürich wäre. Ja. Und mir anschauen, hey, lass mal die Maschine testen. Und dann würde ich die bei ihm kaufen, weil er ist mein lokaler Ansprechpartner. Ja, und er macht auch die ganzen Reparaturen. Er ist auch nachher der Servicepartner. Genau. Und dann habe ich die Maschine zu Hause und dann haben noch selten einen Ausfall gehabt bei La Marzocco, muss man ehrlich gestehen, aber dann habe ich ein Problem und dann muss ich die von der Schweiz nach Italien schicken. Also ich stolper einfach an der Stelle, dass ich finde, die Marke ist auch stark gewachsen lokal mit den verschiedenen lokalen Händlern. Das ist jetzt anders bei einer Decent, ne? Die sind von vornherein quasi als Online-Maschine so gestartet. Ja. Da schickst du das Ding zurück und so weiter. Aber ich finde, das ist, ja, jetzt ist auch nicht jeder Händler super, muss man auch sagen, aber also grundsätzlich finde ich, Espressomaschinen kauft man nicht online, aber das ist so mein Blick auf das Ganze und ich bin mir auch nicht sicher, wie sich das entwickelt, also ich meine, die starten jetzt wahrscheinlich so, das vielleicht zur La Marzocco Linea Micra. Es gibt einen Blogbeitrag, den werden wir auch noch ergänzen, wir werden weiter mit der Maschine arbeiten, es gibt ein Kurzvideo. Und ja, vielleicht noch das ein oder andere auch zur Anwendung, wie ihr sie in Betrieb nehmt, weil sie ja jetzt auf den Markt kommt. Und das ist natürlich auch spannend und es war spannend für uns, auf diese Art und Weise eine neue Maschine ja einmal testen zu können. Und jetzt wissen wir direkt, Linea Micra, ich glaube, sie funktioniert. Sie hat ihre eigene Position. Ich bin froh, dass sie dann doch so weit weg ist von der Linea, auch preislich, Linea Mini. Und ich glaube, damit hat sie ihren Platz. Und ob sie zu euch passt, das müsst ihr am Ende selbst entscheiden, wenn ihr die ganzen Fakten zusammentragt, die wir jetzt hier auch für uns niedergeschrieben haben. So viel von uns an dieser Stelle. Danke, tschüss und bis bald. Trinkt guten Kaffee. Was tun die da eigentlich? Insgesamt müssen wir sagen, super leise bisher, ne? Ach jo. Da diese, du weißt nicht immer, deine Maschine angehst. Jetzt. Ich habe eigentlich das heute Morgen gehört, als sie gingen. Ich würde gerne über die nicht schön verkrummte Dampfpflanze sprechen. Aber die ist jetzt isoliert. Hat dir das jemand gesagt? Hä? Das gibt's auch, klar. Nein, das hat mir jemand gesagt. Das ist eben, das finde ich immer blöd.
Wäre es dir wirklich aufgefallen, mir wäre es nicht aufgefallen. Mir wäre es auch nicht aufgefallen. Wie ist jetzt ein isoliert Klavier? Okay. Aber das war ja die auch. Hier ist es. Gestra jetzt mittlerweile auch. Also, was ist der Preis? Ja, das, ne? gibt schon eine Kratze. Respekt. Aber sollte ich da ausholen, oder? Der ist 15. Ah, 15 hinten lassen. 15 hinten lassen? Du noch weg. Und ich kippe ihn auch immer aus. Das ist alle Protokoll, also wir haben für immer Maschinen. Ganz okay. Ne? Ja. Das ist mega gut. Ja, ja. Das ist auch mega konstant. Ja, aber wir sind bei 15 Minuten jetzt. Und alles ist. Noch nicht mal, wir sind immer noch unter 10. Alles gut. Oh la la. Bravo. Ja, kannst du es hier wegdrehen und dann kommst du an die Schraube. Das geht hier schon nicht, das ist immer nie drauf. Accessory Kit. Ja, interessant. Sehr interessant. Ich weiß schon, wie der Michel reagiert. Ich glaube, das ist extrem clever. Ha! Ne? Reinigen ist wichtig. Ich finde die ja nicht so ergonomisch. Ne? Schönes 14er-Sieb. Und das war's, ne? Und ein 8er, wenn man so kommt. Also im Prinzip habt ihr alles dabei, also das, was ihr braucht. Kaffee zu machen, das ist erstmal gut. Nur ein 14er bin ich ein bisschen dünn. Du machst noch WBC-Profil.